Folgenden auf die Rennstrecke. Das war die 78 Robert Bayer. Als nächster an der Startlinie die Startnummer 130, der Naumburger Fahrer Lars Dieter. Sein Fahrzeug ein schwarzer Opel Corsa 2 Liter aus dem Jahre 1990. Startnummer 130, Lars Thieme. Gewordenes Gefährt auf deutschen Straßen. Hier an die Startlinie ein Opel Calibra 2 Liter aus dem Jahre 1991. Startnummer 38, Rudi Seifner aus Bad Kössel. Auch wir sehen sofort die rote Flagge. Die Streckensicherung ist unterwegs. Momentan darf kein neues Fahrzeug starten. Wir hoffen, dass nicht ernsthaft passiert.